Ich hatte was versprochen und zwar ein Gewinnspiel, ein Mega-Gewinnspiel. Normal stehe ich hier immer in der Halle, arbeite, flitze irgendwie rum, aber ich muss mich gerade mal setzen. Die Woche war echt hart. Das Gewinnspiel, das übertrifft alles, was ich bisher irgendwie mir erdacht hatte oder was auch immer. Es ist wirklich hart. Also ich werde ganz viel Zeit an den Gewinner quasi opfern. Die anderen, sage ich mal, zweiter und dritter Platz werden auch einiges bekommen. Es ist wirklich nice. Davon ist ein Produkt dabei. Das wird nicht mehr hergestellt. Das ist der ultimative Zeitersparer. Ich muss erst mal was trinken. Ich bin echt fertig. Ich habe jetzt diese Woche, lass mich nicht lügen, zwei LKWs gemacht, drei Fahrzeuge der Sprinterklasse, dann zwei Privatkunden und vier PKWs für Gewerbekunden. Also vier, fünf, sechs, 9, 10, 11, also 11 Fahrzeuge diese Woche. Ich bin echt ein bisschen platt. Wenn ich jetzt nicht ganz so agil bin und ich irgendwie so rumfuchtel, krass jetzt Entertainment mache, bleibt trotzdem dran. Also sorry dafür jetzt für mein Rumgelaber mehr als sonst. Als erstes wollte ich sagen, der Kanal hier, der existiert jetzt gerade mal, ich glaube, 2 Monate. Also, dass das erste Video online war vor 2 Monaten und ich glaube, 1 oder 2 Tagen. Es wurden jetzt schon die 300 Abonnenten geknackt, damit hätte ich nie gerechnet. Also in diesem Sinne, du, der da draußen, der zuschaut, der irgendwie abonniert hat, ein Like da gibt, ein Like macht, also einen Daumen hoch gibt, einen Kommentar da lässt oder was auch immer oder auch einfach nur die Videos anschaut. Vielen Dank dafür. Ohne dich wäre dieses Projekt nicht möglich. Die 300 Abonnenten jetzt haben mich jetzt wirklich massivst motiviert, dass ich mir dachte, ich kick bei dem Gewinnspiel einfach noch mal ein bisschen rein, das jetzt kommt. So, Platz 1, beziehungsweise erstmal die Bedingungen. Um mich selbst einfach komplett abzusichern, jeglicher Rechtsweg ist ausgeschlossen. Um mich einfach selbst komplett abzusichern. Das eins vorweg. Das heißt nicht, dass ich meine Sachen nicht einhalte. Das heißt einfach nur, dass ich nicht dumm bin. So, Platz Nummer 1. Oder wir fangen mit Platz Nummer 3 an. Ich mach's spannender. Platz Nummer 3 wäre ein Detailer. Du bekommst natürlich ein komplett neues Produkt, das ist logisch. Ich stelle mal die Flasche ab. Wäre dieser Fuso-Code Detailer, also wirklich sehr gutes Produkt, habe ich erst in einem Video neulich getestet. Ich werde es dann auch bei den nächsten Videos noch einen anderen Detailer mittesten. Da kannst du dann auswählen, ob du dann diesen willst oder den anderen, den ich dann noch mitteste. Also kannst du dann sagen, eben, wenn du auf den dritten Platz gekommen bist, was du bekommen willst. Platz Nummer 2. Es ist die absolute Rarität in der Aufbereitung und dieses Produkt wird meines Wissens nicht mehr hergestellt. Es ist nicht mehr verkäuflich, es gibt keine Restbestände mehr. Ich habe nichts mehr gefunden, wo man das auch nur ansatzweise kaufen könnte. Und zwar ist es diese Felgenbürste für den Akkuschrauber. Und zwar ist es die kleine, also diese schmalere Felgenbürste. Diese breitere, die ist noch zu kaufen, aber diese schmalere, dass du eben in diese feinen Speichen und so weiter reinkommst, die gibt es nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Also einen Preis davon, was das Teil aktuell tatsächlich wert ist im Neuzustand, kann ich dir nicht mal nennen, weil es eben das einfach nicht mehr gibt. Und das Ganze kannst du bei den meisten Felgen verwenden. Du solltest bei lackierten, empfindlichen Felgen aufpassen. Da solltest du eher wahrscheinlich mit so einer Mikrofaserbürste rangehen, mit so einer manuellen. Aber bei den meisten Felgen funktioniert es sehr gut. Also ich will dir das mal ganz kurz zeigen, welches Produkt es ist. Das ist von Twista, diese Easy Felgenbürste. Die kannst du ganz einfach auf deinen Akkuschrauber ranmachen und in der Waschbox dann gediegen verwenden. Und du kannst googeln, kannst du nachschauen. Wenn du irgendwo einen Link findest, wo man das kaufen kann, bitte sag mir Bescheid. Ich finde nichts mehr. Und wie gesagt, dieses
absolut seltene Produkt, ich muss es mal kurz aufmachen, dir zeigen, ist für den zweiten Platz. Ist noch komplett zu hier alles. So, ich mache es von hinten auf. Wie gesagt, es ist absolut neu, zu 100% unbenutzt. Und du bekommst exakt diese Felgenbürste, die ich dir hier zeige. Ich mache das jetzt nicht auf, ne, sonst bläht sich das auf. Vielleicht bekomme ich das gar nicht mehr zu. Also das Ganze ist ein bisschen breiter. Es ist relativ weich und du sparst einfach so viel Zeit damit in der Waschbox. Das ist der Wahnsinn. Du kannst, wenn du das mit einem guten Felgenreiniger benutzt, es ist unfassbar. Und ich lege noch was drauf, apropos guten Felgenreiniger. Derjenige, der das hier gewinnt, der bekommt noch einen Felgenreiniger von mir mit on top, damit du gleich alles quasi auf einmal einsetzen kannst. Das ist kein, sage ich mal jetzt irgendwie, ein Schrottfelgenreiniger. Ich stehe mal kurz auf von meinem tollen Stuhl hier. Kann ich dir auch gleich zeigen, was ich dir mit dazu gebe, damit du das, sage ich mal, optimal benutzen kannst. Und zwar dieser tolle Tuga Aluteufel, also schwöre ich echt drauf. Aluteufel Spezial, Aktivgel, wirklich richtig geil. Das ist jetzt kein mega aggressiver, das ist ein, sage ich mal, relativ pH-neutraler. Ich glaube pH-Wert 4 oder irgendwie sowas müsste der haben. Also zählt als pH-neutral noch, soweit ich weiß. Du kannst damit so geil den Schmutz entfernen in Kombination mit der Bürste. Einfach nur zwei hervorragende Produkte für den zweiten Platz. Die Bedingungen dazu will ich dir auch gleich noch sagen, nachdem ich den ersten Platz, sage ich mal, vorgestellt habe. Und zwar, der erste Platz, vielleicht kannst du dich an das eine Video von dem Golf 5 noch erinnern, der so mega geil, echt so mega geil poliert wurde. Relativ altes Auto, aber stand dann echt bei vielen, vielen Stellen teilweise wie ein Neuwagen oder Jahreswagen da. Ultimativ krass. Das Ganze hat circa 10 Stunden an Zeit gebraucht. Wirklich heftig. Ich bin echt am Überlegen, ob ich sagen soll, ob ich das wirklich machen soll. Das ist wirklich hart. Es ist wirklich hart. So, Platz Nummer 1 ist, du bekommst 10 Stunden für die Kfz-Aufbereitung, für die Außenaufbereitung deines Autos von meiner Zeit. Das heißt, darin ist inbegriffen eine mega XXL Autowäsche. Dein Auto wird ultra gründlich gereinigt, wird von Teer, von Flugrost, von sämtlichen Anhaftungen befreit. Richtig schön der Lack geknetet. Wir fahren dann zusammen her zur Halle. Dann wird dein Auto poliert. Mindestens zweistufig. Und mit derselben Mühe, mit derselben Hingabe wie bei dem Golf 5 in dem Video. Ich blende dir kurz das Ergebnis von dem Golf 5 mal ein, damit du ungefähr eine Vorstellung hast von dem, was ich hier verlose. Das ist eine Außenaufbereitung von circa 10 Stunden Arbeit. Es ist wirklich krass. Es ist wirklich absolut krasser Shit. Schau dir das kurz an. Es ist wirklich richtig, richtig krasses Ergebnis, ich muss es nochmal sagen. Und einfach jetzt mal die Anzahl der Polierpads, total gestört. Ich verarsche dich nicht, es wurden wirklich alle fucking Pads, die hier sind, das sind 21 Stück, 21 Stück, die wurden alle für dieses Kfz verwendet. Ja. Teilweise sind die Pads auch dafür gestorben, die waren sozusagen an der Front für dieses deutsche Automobil, sind die sozusagen hinmarschiert und haben dort ihr Polierpad leben gelassen. Wir haben immer noch mehr Politur draufgegeben. Wir haben die quasi verheizt an diesem Golf. Drei Stufen Politur. Ja, drei. Diese ganzen Pads. Dann natürlich nicht zu vergessen, die ganzen verschiedenen Lappen, die man hier sieht. Muss man deine Lampe dran halten, den Glanz hier einmal. Jetzt wirklich ohne Mist. 21 Pads wurden hier verwendet. Das ist heftig. Hier ist ein Kratzer, den wir so gut wie möglich. Ja, der wurde ausgeschliffen quasi. Ja. Und dann mit einer Cutting-Politur nochmal richtig gut bearbeitet. Der war
vorhin hat, also dann hat man richtig gesehen, das ist richtig ins Auge gestochen. Jetzt, wenn man es nicht wirklich weiß, dass der da ist, sieht man es nicht mehr. Insgesamt kommen die Flakes wieder alle richtig gut zur Geltung. Heftig. Natürlich ist es noch ein bisschen Luft nach oben. Wir hätten wahrscheinlich auch 30 Pads verwenden können, so dumm es auch klingt. Aber dann wären wir heute nicht fertig gewesen. So. Sieht top fast aus, glänzt, fast, man spiegelt fast 400.000 Kilometer drauf. Ganz genau. Erster Lack. Erster Lack, unfallfrei, nicht nachlackiert. 400.000 Kilometer drauf. Allein hier, wenn ich mit der Kopflampe auch noch mal drauf gehe, vorhin war auch noch mal die Sonne richtig krass da. Es ist richtig gut. Es ist wirklich richtig, richtig gut. Es stellt mich zufrieden. Metallic Lack, der richtig zur Geltung kommt. Ja. Und ich zeige noch mal den Kilometerstand, damit die Leute das auch glauben. Das ist voll verrückt. Ja. Das ist der Innenraum und das ist der Kilometerstand. Fast 400.000. Und wirklich ohne Mist 21 Pads verwendet. Das ist kein Scheiß für YouTube. Du willst nicht wissen. Ja, wir sind dann direkt auf Cutting Politur. Das ist ein deutsches Auto, ne? Das ist ja keine Ente hier. wir sind direkt auf Cutting Politur umgestiegen. Muss noch erwähnen, wie lange wir hier dran waren. Ne? Ja, wir haben heute auch Frösche gegessen. Okay, das war jetzt nicht wirklich französisch. Wir waren von 8 bis 19 Uhr dran. Nur außen, innen wurde nichts gemacht. Richtig. Bis auf die Einstiege. Richtig. Ja, das ist das Endergebnis. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, wo ist denn die Halle? Die Halle, die ist in Bayern und zwar bei Würzburg. Die genaue Adresse dazu bekommt der Gewinner dann mit übermittelt. Und es ist eben so, Deutschland ist groß, aber wir sind ja alle irgendwo vernetzt. Wenn du jetzt keine Ahnung wo wohnst, du hast gewonnen, kannst aber nicht hierher kommen, dann biete ich dir die Möglichkeit, dass du deinen Gewinn an einen Freund sozusagen übergeben kannst. Und der kann dann eben mit seinem Auto zur Halle herfahren und dann seinen Gewinn abholen. Also das wird dann eben, wir bekommen dann diese XXL Autowäsche, wird zweistufig poliert. Das Ganze hat jedoch einen einzigen Haken. Der Haken ist, das Ganze wird gefilmt und kommt auf YouTube rein als Community-Fahrzeug. Also das heißt, die Wäsche, die wird gefilmt, wird genau dokumentiert. Das wäre dann sozusagen die Aufgabe des Gewinners. Du hast dann die Kamera, filmst es einfach ein bisschen. Ich kann dir noch so ein zweites Mikrofon dazu geben. Kannst auch irgendwelche dummen Sprüche reinlabern, so wie ich. Oder ein paar Witze über die Olga vielleicht machen. Warum nicht? Und dann beim Polieren genau das Gleiche. Du filmst es einfach, ich mache die Arbeit. Es wäre mega nice, wenn du ab und zu ein bisschen Politur abtragen könntest. Damit würdest du mir sehr, sehr viel Aufwand mit ersparen. Das wäre gut, dann kann ich mich noch genauer sozusagen auf deinen Lack konzentrieren. Und mehr verlange ich nicht. Also wie gesagt, Anforderung ist, Punkt Nummer 1, es ist ein Community-Fahrzeug. Es wird gefilmt, die Wäsche wird gefilmt, die Aufbereitung wird gefilmt. Das Kennzeichen will ich nicht dauernd abdecken, das wäre nervig. Also es dann bitte mit Kennzeichen dran lassen. Und ja, wie kannst du den ersten, zweiten oder dritten Preis gewinnen? Also sprich, die Außenkomplettaufbereitung, diesen tollen Felgenreiniger mit der mittlerweile nicht mehr verfügbaren Felgenbürste oder einen der beiden Detailer. Also ich habe jetzt gerade eben diesen Fusocode Detailer von Soft 99 gezeigt. Ich stelle dir noch einen anderen vor, dann kannst du dann eben auswählen, was du willst. Kein Thema. Ab jetzt gilt sozusagen, ab dem Zeitpunkt, ab dem dieses Video jetzt dann veröffentlicht wurde, jeder, der ein Video kommentiert, egal welches, jeder, der ein Video kommentiert, ab diesem Veröffentlichungszeitpunkt von diesem Video, also jeder, der irgendwo irgendein Video kommentiert, das unter diesem Kanal hochgeladen ist, hat sozusagen pro Kommentar ein Gewinn los. Das heißt, wenn du bei 10 verschiedenen Videos jeweils einmal kommentierst, ab jetzt hast du sozusagen 10 Gewinnlose. Und zum Schluss dann, bei der Auslosung, ist es dann so, dass jeder, der kommentiert hat, der kommt in so eine Excel-Tabelle rein oder was auch immer, eine Datenbank, das mache ich dann einfach mit so einer Random-Funktion, dann wird das Ganze per Zufall eben ausgelost, hat dann die Möglichkeit sozusagen, zu gewinnen. Also sprich, umso öfters
du kommentierst, desto mehr Gewinnchancen hast du, desto öfters bist du in der Gewinndatenbank drinnen, die dann per Random, also per Zufallsfunktion, dann auslost. Du kannst pro Video maximal 3 Lose bekommen, also sprich ab jetzt 3 Kommentare schreiben. Also alles, was über 3 Kommentare ist, ist zwar schön, aber bringt zu dem Gewinnspiel nichts mehr. Natürlich kannst du mehr als 3 Kommentare schreiben, aber eben bei 3 Kommentare pro Video ist das Limit. Verlost wird, wenn dieser Account 890, habe ich mir gerade eben so ausgedacht, frag nicht warum die Zahl 890 Abonnenten hat. Sobald dieser Kanal 890 Abonnenten hat, wird die kostenlose Aufbereitung verlost, wird die Felgenbürste mit dem Felgenreiniger verlost, wird der Detailer verlost, alles in dieser Random-Funktion. Und das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Ich biete dir 10 Stunden meiner Zeit für ein paar Kommentare eines Gewinnspiels. Das hat natürlich den Vorteil, also ich mache hier alles möglichst transparent. Umso mehr hier kommentiert wird, desto besser ist es natürlich auch für den Algo hier. Ist klar. Deswegen, es wird den Account befeuern und umso schneller sind die Abonnenten hier zusammen. Also quasi ab 890 Abonnenten, die müssen dieses Jahr erreicht werden. Das ist noch ein weiteres Grundkriterium. Ab 890 Abonnenten hast du die Möglichkeit, dann einen dieser 3 Preise zu gewinnen. Die Gewinner werden dann in einem separaten Video dazu veröffentlicht. Ja, wirklich verrückt. So eine krasse Aufbereitung wie bei dem Golf 5. Das ist echt krass. Das ist echt verrückt. Wollte ich noch irgendwas dazu sagen? Du kannst ja gleich anfangen. Du kannst ja hier drunter einen Kommentar schreiben. Und hast du dann quasi dein erstes Los sozusagen gezogen. Oder dir genommen oder was auch immer. Wie auch immer man es sieht. Das Ganze gilt auch für ältere Videos, die davor hochgeladen wurden. Wichtig ist es, dass der Kommentar ab heute sozusagen mit dem Veröffentlichungsdatum diesen Videos sozusagen gemacht wird. In diesem Sinne, ich bin am Überlegen, wollte ich noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Also ich baue jetzt hier gerade noch den Polierwagen in der Halle auf, damit es mal endlich fertig ist. Bin jetzt gerade mit dem Taxi hergefahren. Zeige ich dir mal ganz kurz. Sieht man das Taxi da drauf, ja. Den A2, den werde ich jetzt verkaufen. Da habe ich irgendwie, ich werde damit nicht warm. Das Getriebe nervt mich irgendwie, das ruckelt so rum und ist irgendwie nicht ganz so meins. Dann danke, dass du reingeschaut hast. Dran denken, jeder Kommentar ist ein Los für dieses Gewinnspiel. Wenn du nicht nach Bayern bei Würzburg hinkommen kannst, kannst du dein Los auch noch verschenken. Ganz wichtig ist es auch noch, das Los ist nicht verkäuflich, du kannst es tatsächlich nur verschenken. Es ist mir völlig egal, mit welchem Auto du hier auftauchst. Hauptsache, es steht im Fahrzeugschein PKW drinnen. Nicht, dass du hier mit einem fetten Sattelzug ankommst oder so. Also es muss ein PKW sein, dieses Fahrzeug. Noch ganz wichtig zu erwähnen. Und völlig egal, ob es ein uralter Opel Corsa ist, es ist ein neuer Ferrari, ein Porsche, was auch immer, ein alter Trabi, blödes Beispiel jetzt gesagt. Völlig egal, ich mache absolut keinen Unterschied, egal mit welchem Auto du daherkommst, egal wie alt, neu, günstig oder teuer das ist, es bekommt dieselbe Hingabe wie der Golf 5 in dem Video, das ich dir vorhin gezeigt habe. Das war's auch. Ich hoffe, ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken. Unbedingt Abo dalassen, liken und kommentieren, damit du dann sozusagen ein Los dir ergatterst. Pro Video sind 3 Kommentare möglich. Das sind sozusagen 3 Lose. Ab jetzt gilt es. Auf geht's. Ab 890 Abonnenten wird ausgelost. Das Ganze muss innerhalb von diesem Jahr erreicht sein. Mir wäre es auch noch wichtig,
dass der Gewinner sozusagen seinen Preis innerhalb von ungefähr einem Monat, vor allem bei der Kfz-Aufbereitung, dann eben entgegennehmen kann, also sprich herkommen kann. In diesem Sinne, danke, dass du reingeschaut hast. Vielen, vielen Dank für den Support. Einfach unglaublich, 300 Abonnenten in 2 Monate und 2 Tagen, was auch immer. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Ohne die Zuschauer wäre dieser Kanal nichts. In diesem Sinne, jetzt habe ich wahrscheinlich schon 4-mal in diesem Sinne gesagt, ich weiß es nicht. Die Woche war hart. Ciao, ciao, Kakao.